Entschuldigung, ja. Ja, was eigentlich? Kasachstan muss doch eigentlich russisch sein. 6 zu 50. Was sagt mir denn hier 6,50? Was? Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch. Okay. Respekt vom Gegner, aber trotzdem rumschießen wie Sau. Ja, wenn jetzt hier noch ein Gegner wäre. Das ist blöd. Hallo, Gegner. Gegnerz. Ist kein Gegner mehr. Keinerlei Gegner. Hallo. Gegner. Ha! Ein Zombie. Das ist nicht sehr toll. Also gut, ich warte jetzt gerade immer noch darauf, dass hier... Hallo? War hier nicht eben noch jemand? Oder ist es schon... Ist es schon wieder geflogen? Geflogen, genau geflohen. Hallo? Das finde ich sehr traurig. Ich krieg irgendwie keinen Typen mehr so richtig vor die Linse, ne? Also wirklich, so ein richtiges Battle hatte ich schon lange nicht mehr. Obwohl doch, das letzte hatte ich ja noch mit dem Dr. CI. Ist aber auch schon wieder bestimmt 20, 30 Parts her, ne? Boah, wie schnell es momentan geht. Na, geht ja auch momentan irgendwie 4 Folgen oder so pro Tag, ne? Vermutlich. Also ich vermute immer. Someone in Boulder. Also ich nicht. Bin jetzt gerade aber auch ein bisschen beschäftigt. Weil ich vermute halt, dass hier jemand ist. Und. Okay. Gut. Und wenn hier halt einer ist, dann möchte ich nicht unbedingt dem werten Herrn im Chatfenster begegnen. Zum Beispiel. Apropos Bus. Hände hoch. Hey. Oh, ich bin gar nicht da mit drin. Na komm, du hast Zeit. Okay. Okay, die werte Person hier hinten hatte ein Magazin bzw. eine Pistole. Emphysemi. Ich glaube, ich habe den Krieg ganz gut gewonnen. Basie brauche ich nicht. Maske kann ich aufheben. Oh Leute, ihr hattet ja gar nichts. Oh, das tut mir jetzt schon wieder leid. Oh, nee, eine Sig Sauer? Die nehme ich. Die nehme ich gerne mit. Auch wenn ich kein Magazin mehr dafür habe. Trotzdem nehme ich gerne mit. Wie viel hatten die denn noch in der M6, M4? Noch 22. Okay, ist eindeutig besser als ich. Von der Munition her halt. Hihihi. Wir könnten jetzt rein theoretisch in der Safe Zone wieder gehen, ne? Komm, dann gehen wir jetzt zum Abschluss der Aufnahme noch zurück zur Safe Zone. Back to the Safe Zone. Also, wie hießen die Dinger hier nochmal? Settlement. Settlement hießen die. Würde ich sagen, also dann gehen wir jetzt noch back zum Settlement. Hoffentlich, ne? Hab gerade nur ein Kreuz gemacht, ne? Obwohl ich gar nicht mal so gläubig bin. Ich meine, meinte auch heute Morgen, ein Lehrer, beten schadet ja nicht. Ja. Gut, hat er recht. Bringen tut's aber auch nicht sehr viel. Zumindest mir noch nicht. Also mir hat's bis jetzt wirklich noch sehr wenig gebracht. Gut, einmal war dadurch einer meiner... Ich
konnte diesen Lehrer einfach nicht ab. Der war dafür mal einmal krank. Aber ich muss ernsthaft sagen, ich habe da einen Tag echt mal so gesagt, so komm, J, wenn du existierst, mein Freund, ne? Aber mach doch mal bitte, dass dieser Typ mal einen Tag krank ist. Ja, und dann war er auch krank. Das war so in der 6. Klasse, meine ich. Also, und dann war er krank. Das war schon eine krasse Sache. Muss ich sagen, gut. Sauron der Große. Ash Ketchum vermutlich. Boah, fu. Wisst ihr, ich habe jetzt gerade 2 Leute gekillt. Und ganz ehrlich, ich fühle mich dabei scheiße. Auch wenn ich mir eigentlich hierbei keine Gedanken mache, wie die sich gefühlt haben. Weil die wollten ja scheinbar gar nicht ausloggen. Die waren ja nicht dabei, sich auszuloggen. Zumindest konnte sich der eine noch bewegen, die andere auch noch. Das heißt also, ich schätze jetzt einfach mal, die waren nicht dabei, sich auszuloggen. Darum habe ich auch extra gewartet, ne? Ich sagte ja, gut, komm, wenn er sich am Ausloggen ist, dann schieße ich nicht. Also wenn er sich gar nicht mehr bewegt, ne, dann schieße ich nicht. Dann hat er sich bewegt, dann habe ich geschossen. Ne? Nur damit es nochmal klar ist, weil ich hasse Leute, die andere Leute beim Ausloggen töten. Gut, man weiß es nicht immer. Es hätte auch sein können, dass der Typ da einfach nur campt, ne? Aber es ist halt eine blöde Position, um zu campen. Ne? Aber ich war froh, dass ich... Also ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen befreit. Ich fühle mich jetzt mächtig. Also ganz ehrlich, es macht schon Spaß, ne? Back in the hood, guys. Achso, ja, geil. Na, also es macht schon irgendwie Spaß, andere Leute zu töten. Muss ich ja sagen, gebe ich ja zu. Also ich persönlich habe, ja, es hat irgendwie so einen kleinen Reiz. Vor allem, also, es war jetzt gerade so ein kleiner Schusswechsel, ne? Der war ja nun mal da, der Schusswechsel. Darum fand ich das persönlich jetzt gar nicht mal so schlecht, diese Situation. Weil, naja, so ein kleiner Schusswechsel ist immer spannend, vor allem für euch Zuschauer halt, ne? Zum Beispiel, ich finde diese Situation da, wo diese 4 oder 5 Leute da waren, wo ich da so den Berg runtergezielt habe mit meiner, keine Ahnung, 5-7 meine ich war es halt, und dann da diese Leute da alle lang gegangen sind. Das fand ich mal eine richtig geile Situation. Bin ich eigentlich hier richtig? Also halb, ne? Also wie gesagt, das fand ich persönlich eine richtig geile Situation. Fand ich auch einigermaßen spannend. Weil hat mir halt irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum. Weil hier auch, ich finde ja persönlich auch, die Zombie-Apokalypse hier ist ja einigermaßen mehr, also ist mehr auf PvP bezogen, oder? Hier ist ja wirklich, wenn du hier von einem Zombie geschlagen wirst, gut, das zieht zwar ordentlich ab, das ist, weiß wirklich, muss ich sagen, das zieht ordentlich ab, aber es ist nicht so schlimm, finde ich. Da teilst mit einer Bandage, heilst du dich dann wieder hoch. Ja, oder von mir aus mit einmal Painkillers, heilst du dich wieder hoch. Das ist ein bisschen anders als wie in Daisy, ne, wo man halt so verschiedene Sachen hat für verschiedene Sachen, ne, zum Beispiel, wenn man irgendwie zittert, also dass man so eine Zuckung halt hat, so, ne, nicht mehr richtig zielen kann, dass man dann irgendwas nehmen muss und so weiter. Das ist halt viel taktischer. Das hier ist eher so, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit einer anderen, mit so 2 anderen großen Spielen, die Krieg führen. Also jetzt in Anführungsstrichen, jetzt Krieg so eine, Werbekrieg, sage ich jetzt mal. Also das hier ist so, also War Z ist so gesehen das Call of Duty, ne? Was halt so eher auf schnelle Action und alles, also eher auf Action gelegt ist. Und War Z ist halt das Armor, was komplett taktisch ist. Daisy ist halt das Armor, was komplett taktisch ist. So, also gut zwischen den beiden, also zwischen Call of Duty und Armor ist jetzt nicht so unbedingt der große Konkurrenzkampf, weil es halt beide meiner Meinung nach komplett verschiedene Genres sind. Also zum Beispiel Call of Duty ist halt Shooter und Armor ist halt Militärsimulation. Da kannst du sagen, was du willst, das ist eine Simulation, beziehungsweise soll eine Simulation sein. Natürlich kann man sowas nicht simulieren, das geht nicht. Man kann sowas nicht simulieren, man kann Krieg nicht simulieren, ganz ehrlich. Es geht nicht. Genauso ist zum Beispiel hier die Zombie-Apokalypse, die kann man nicht simulieren. So, es gibt keine Simulation, die sowas wiedergeben würde, weil man sich halt trotzdem, also hier, ne, hier sitze ich jetzt gerade vorm PC, ne, und denk mir halt so, ja gut, wenn ich den jetzt da töte, dann ist der innerhalb von einer Stunde ist er wieder da. Gut. Na? Oder von mir aus ist er dann irgendwann für immer weg, kann sich aber halt immer wieder so gesehen einen neuen Charakter erstellen, mit dem er dann halt wieder was Neues macht.
Das denke ich im echten Leben halt nicht. Im echten Leben geht das ja nicht. Du kannst ja im echten Leben kannst ja nicht sagen, ja gut, wenn ich den jetzt töte, ne, dann wird er ja eventuell in einer Stunde wiedergeboren von irgendwas. Man weiß es ja nicht, ne? Das ist halt so das Problem. Und darum, glaube ich, ist es in der echten Welt ein bisschen anders, wird es ein bisschen anders ablaufen. Ich denke schon, dass da eine Menge Leute auch auf andere Menschen schießen werden. Gangnam-Style. Alter, hatten die für Bandages. Ne, also wie gesagt, ich bin da persönlich einigermaßen, ja, keine Ahnung. Was soll ich eigentlich sagen? Also wie gesagt, das hier ist ja auch also auf Action ausgelegt und das andere wirklich sehr stark auf Taktik. Finde ich persönlich. Darum ist es auch, ja, ist das hier auch eher so für zwischendurch. Während bei Arma, also bei hier Daisy, muss man sich halt so reinknien. Ne? Da muss man einigermaßen viel Zeit mit verbringen. Ne? Muss sagen, gut, wenn du jetzt drauf gehst, hast du nichts mehr, also wirklich gar nichts mehr. Hier hat man ja noch immer das Global Inventory und alles, ne, und den Marketplace, bei dem man sich halt auch noch Sachen kaufen kann. Was ja ganz praktisch ist, meiner Meinung nach, ne, also es bringt schon was hier in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, also in so einem Genre. Gut, es bringt natürlich auch ein bisschen unfaire Sachen, ne, für Leute, die halt eine Menge Geld haben. Beispielsweise jetzt zum Beispiel ich habe einigermaßen viel Geld, ne, da kann ich auch ein bisschen was hier rein theoretisch rein investieren, werde ich auch vielleicht ein bisschen machen. Zwar jetzt nicht so viel, also nicht irgendwie 10 € oder so pro Monat, keine Ahnung, sondern halt so, wenn ich mir irgendwie ein Spiel kaufe, da bleiben dann 2 € oder so übrig, dann werde ich die halt irgendwie einbezahlen oder was weiß ich halt erstmal noch aufbewahren. Sollte man die irgendwann gebrauchen können und alles, ne? Aber halt so ab und zu sage ich jetzt mal so 2 € Beträge oder so hier einfach einzahlen, damit dann irgendwas kaufen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube irgendwie die Server muss man auch mit dem GC kaufen, also mit dem Ingame-Geld, tue ich auch einfach auch hier rein. Ich bin mir aber gerade nicht 100%ig sicher. Darum, naja. Ne? Ihr wisst ja. So, habe ich noch einen Hammer dazu? Nee, habe ich jetzt natürlich nicht. Da lagen zwar noch so viele, aber ich habe natürlich keinen genommen. Meine Fresse, jetzt kriege ich aber auch langsam hier Waffen, du. Ich glaube, jetzt ist mein Tief ist jetzt weg. Mein Tief ist jetzt vorüber. Das ist hier gerade mit genug Schuss erstmal. Gut, das jetzt eher weniger, aber. Ne? Ansonsten. Ich meine, die beiden hier geben 30 Schuss. Die beiden hier geben auch noch mal genug Schuss. Also das ist von den M6, M4 Dingern her bin ich eindeutig groß. Also ziemlich hoch geschossen in den letzten paar Aufnahmen. Dann hier natürlich, ne, ein bisschen wenig Geld noch vielleicht. Gesammelt, aber gut, da wird dann hier sowas, wird nochmal gekauft oder sowas. Da muss man mal noch schauen. Also hier vom Essen werde ich einfach eigentlich absehen, bis auf vielleicht sowas ist hier im äußersten Notfall. Also so vielleicht mal so ab und zu. Aber das werde ich eher weniger machen. Ne? Wie gesagt, weil ich sehe hier immer mein Geld so gesehen verschwinden. Das ist naja, ist ein bisschen unpraktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel, weil ich mir nicht kaufen würde, wäre hier so ein Hut, ne? Ich meine, was will ich mit so was hier? Gut, ich glaube, die Dinger geben zwar ein bisschen Deckung, ne? Aber im Endeffekt bringt es mir halt doch nichts. Ne? Im Endeffekt. Ja gut, das hier, da weiß man jetzt nicht, ne? Das soll ja hier Night Vision sein, ne? Nachtsichtgerät rein theoretisch. Ja, Night Ops. Muss eigentlich richtig sein. Oder so ein Alice-Rucksack. Warum ist das eigentlich Rucksack richtig? Also so auf Deutsch. Das hier Backpack. Military Ruck. Okay, ein Military Ruck. Alter, 32 Items. You will need all purpose. Was soll mir das jetzt sagen? Egal. Es ist ja auch, ist jetzt wirklich egal. Ich will jetzt mir hier gerade nichts kaufen. Okay, vielleicht ein Basie oder eine Taschenlampe. Ich glaube eher eine Taschenlampe oder
sind also halt ein paar so auf die 60, also jetzt nicht auf die 60 Taschenlampen, meine Güte, also 4 Taschenlampen so gesehen, na, dass wir halt dann für die nächsten Aufnahmen vielleicht noch mal bisschen mehr Stuff haben, den wir halt verbrauchen können. Zum Beispiel, hier habe ich jetzt gerade keine Taschenlampe, deshalb dann kaufe ich mir jetzt erstmal eine, ne? So, und bei dieses Item und dann zack und dann zack. So, jetzt habe ich hier noch eine Taschenlampe drin. Jetzt muss ich gerade noch was nachschauen. Was wollte ich denn hier? Das wollte ich noch nachschauen. Jetzt habe ich 4 Minuten noch. Dann, ha! Ich habe sogar einen Banditen getötet. Ich glaube es ja gar nicht. Was heißt, es war gut, dass ich die beiden getötet habe? Ah, Mann, da bin ich ja richtig gut. Du. Habe ich jetzt eigentlich... Egal, ich werde es ja gleich sehen, ob ich Erfahrungspunkte für die beiden gesehen habe, bekommen habe. Ha, jetzt muss ich aber auch nur noch 16 Stunden spielen. Das heißt, also meine Leute, meine Damen und Herren, der Clan kommt immer näher, aber bevor ich euch jetzt hier weiterhin zulabere, in diesem Sinne, Leaky Boom Down, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, euer Hubert Schubert. Ciao Leute.